und Volk, Söhne und Töchter von Helga. Viele Jahre lang waren wir eine gebrochene Nation. Gemein, unterdrückt und besiegt von jenen, denen wir entfliehen wollten. Vor 10 Jahren bat ich um Zeit. Und ihr gabt mir diese Zeit. Ihr, die Kraft in meinen Armen. Die Hüter meiner Treue. Unsere Vorfahren begannen den größten Exodus in der Geschichte der gesamten Menschheit. Einen Exodus in die Freiheit. Helgan wurde zu dieser Freiheit. Unsere neue Welt veränderte unsere Körper. Anfangs schwächte sie uns, aber in Wirklichkeit wurden wir immer stärker. In der Zeit, die ihr mir gabt, habe ich unsere Nation erneuert, habe ich unsere Stärken erneuert und ich habe unseren Stolz erneuert. Unsere Feinde in der Heimat wurden eines Besseren belehrt. Wir haben ihnen neue Einsichten in unsere Sache gewährt. Und heute sind wir wieder vereint. Heute sollen jene, die uns trennen wollten, unsere Stimme anhören. Heute werden wir wieder als ein Volk handeln. Und niemand wird uns mehr ignorieren. General Adam, Sir! Es nähern sich mehrere Helgas-Schiffe. Was sollen wir tun, Sir? Feuer!